Sonic. Press the button. Ran. Sat.1 Fußball. Ein Genuss mit Bex. Europa, wir kommen. Unglaublich, aber wahr. Das hätte mal irgendein Experte vor der Saison prophezeien sollen. Ich glaube, dem hätte man sogar mitten in Bochum den Scheibenwischer gezeigt. Drinbleiben in der Liga, das war das erklärte Ziel, aber es wurde auf dem Weg sehr schnell neu definiert. Selbstbewusst, beeindruckend, so wie sich der VfL in dieser ganzen Saison präsentierte. Klaus Toppmöller hat eine Mannschaft geformt, die taktisch und spielerisch mit den ganz Großen der Liga mithalten kann. Die vielbesungene graue Maus ist seit dieser Saison eine quietschfidele bunte Maus und wird das Revier im nächsten Jahr international vertreten, als dritte Kraft neben den Cupsiegern aus Dortmund und Gelsenkirchen. Trainer werden nach solchen großen Erfolgen ja oft gefragt, wer war der spielentscheidende Mann? Und Trainer antworten dann meist, ich will niemanden hier herausheben. Wir machen das heute ein bisschen anders, wir heben jemanden heraus, denn er hat es verdient. Darius Wosch, der Aufsteiger des Jahres beim Aufsteiger des Jahres. Er spielt im Rückblick eine ganz besondere Rolle, wie während der gesamten Saison eigentlich. Endlich wieder Bundesliga-Luft. 30.000 kamen gegen die Aufstiegskollegen aus Duisburg und es sollte ein gutes Westderby werden. Peter Peschel und Bochums erste gute Möglichkeit. Der MSV ebenbürtig, doch ausgerechnet der mit der größten Erfahrung half beim glücklichen Bochumer Sieg. Holger Gerke kann Peschels Schuss nicht festhalten, Peter Kötzle setzt nach und versetzt seinem Ex-Club den K.O. Kleiner Wermutstropfen nach dieser Aktion gegen Marien sieht Waldorf gelb-rot. Die Saison hatte ihren ersten Platzverweis und der VfL einen guten Start. Die Trabi-Connection beim VfL, Peschel, Wosch, Michalke und Eberl fahren so regelmäßig zum Training und kamen immer gut an. Nach München ins Olympiastadion nahm man lieber den Bus. Das erste Highlight der Saison und der VfL frech. Thorsten kracht. Der FC Bayern und 60.000 staunten über den taktisch von Klaus Toppmöller gut eingestellten VfL. Es war ein herrlicher Sommernachmittag. Nur ein einziges Mal passte der VfL nicht auf. Und so ließen sie diesen tollen Angriff der Bayern zu. Klinsmann bedient Rizzitelli, Bayern Führung. Wenn einer nach einem Tor solche Schmerzen hat, ist Happy Hour. Alles nach Plan? Denkste. Es folgte der große Auftritt von Darius Wosch gegen halb Bayern und dann auch noch der Blick für den Mitspieler. Peschel und sein Schnapstor. Es war das 1111. Bundesliga-Tor des VfL und ein verdienter Punkt. Vorbereitet von Wosch. Und es sollten noch viele Highlights des kleinen Spielmachers folgen. Gut gemacht. Schon im nächsten Heimspiel gegen Bielefeld ein wenig Ernüchterung. Zwar spielte der VfL auch hier nicht schlecht, doch nach vielen guten Chancen der Rückstand. Unverdient. Aber wen interessiert das?
Ganz schlimm wurde es doch nicht, dank Matthias Jack. Aber bei allem Jubel war den Bochumern klar, das waren 2 Punkte zu wenig. Gedenken an einen der großen Schalker Helden. Stanley Buda ist tot. Triste Stimmung zum Auftakt des Derbys. Das sollte sich allerdings schnell ändern. Olaf Thon und sein Wahnsinnstor aus fast 30 Metern. Keine Chance für Uwe Gospodarik. Es sah nicht gut aus für Bochum. Gleich nach de Kocks Lattentreffer zwar eine Chance für Walldoch, aber das 0:1 zur Pause schmeichelhaft, auch weil Anderbrügge noch einen Elfmeter verschoss. Der VfL zeigte Moral, Schalke wurde immer ängstlicher, doch Bochum ließ die Fans bis in die Schlussphase zittern. Donkov! Und das Ding saß. Das erste Tor des Neuzugangs aus Bulgarien. Der VfL auch nach 4 Spielen ungeschlagen und Darius Wosch analysierte. Schalke konnte heute wieder den Sack nicht zumachen und wir haben, glaube ich, verdienten Ausgleich gemacht. Treffen der kleinen Riesen im Ruhrstadion. Thomas Hessler gegen Darius Wosch. Das Duell der Spielmacher. Das Thema der Partie vor 21.000 Zuschauern. Es wurde ein prima Spiel und der VfL bewies eindrucksvoll, zu welchen spielerischen Dingen er fähig ist. Traumhafte Kombination, an der natürlich auch Wosch beteiligt ist. Donkov übernimmt den Rest. Toll gemacht. Das Duell der Zehner. Es gewann ganz klar der Bochumer. Wosch an diesem Nachmittag Weltklasse. Aber kein Spiel ohne Gefühlsschwankungen. Thorsten Kracht gegen Dandy, klare Sache, Elfmeter. Und Hessler mit seinem einzigen Erfolgserlebnis. Doch dann wieder ein großer Auftritt von Bochums kleiner Zaubermaus. Bochums 2:1. Dumm nur, dass Wosch für zu intensiven Jubel die gelbe Karte sah. Es sollte alles noch getoppt werden. Der Fehlpass kam von Hessler. Dann Wosch. Und zum ersten Mal gelingen ihm 2 Tore in einem Bundesligaspiel. Der VfL, einst als graue Maus verhöhnt, beeindruckt als Überflieger der Liga. Keine Erfolgsstory ohne Rückschläge. Freitag der 13. Ein Horrorabend im Weserstadion. Die erste Saisonniederlage wurde heftig. Bode zum ersten. Herzog traumhaft. Labbadia akrobatisch. Labbadia an diesem Abend der Bochum-Schreck. Er machte insgesamt 3 der 5 Bremer Tore. Da war selbst Taktikgenie Toppmöller ratlos. Immerhin, es gelang noch der Ehrentreffer durch Hudtwelker. Der VfL seit 23 Spielen ohne Sieg an der Weser. Ja, es war heute eine absolute Lehrstunde für uns, was aggressives Fußballspielen anbelangt. Na gut, es kann eigentlich nur besser werden, hoffentlich. Wiedergutmachung 8 Tage später gegen den HSV in einem spannenden Spiel. Der VfL angetrieben von Wosch, Baluczynski. Und dieses Tor etwas ganz Besonderes. Es sollte der einzige Saisontreffer des Polen bleiben. Bitter für einen Stürmer. Schiedsrichter Dardenne musste einiges tun, um dem Tempo zu folgen. Bochum in der zweiten Halbzeit ohne den verletzten Wosch, zwar ohne Kopf, aber nicht kopflos. Mamić zum 2:0. Danach schmeckte es wieder. Doch der HSV alles andere als schwach oder demoralisiert. Billard im Bochumer Strafraum, Breitenreiter locht ein. Dann folgte der große Auftritt des Kai Michalke. Eingewechselt für Wosch,
Hier könnte er schießen, hier nochmal, er geht den Umweg und trifft trotzdem. Klasse. Bochum nach dem 3:1, jetzt Sechster. Warten auf den ersten Auswärtssieg. Auch in Köln wurde nichts daraus. Ladoju nutzte Gospodareks Fehler zur Führung. Der VfL in 90 Minuten ohne Torchance. Olysee per Elfmeter zum 2:0. Die Eckfahne rot vor Scham. Grund für Beifall gab es genug. Vier Tage vorher warf man Schalke aus dem Pokal. Jetzt trotzte man dem Meister. Nur die Chancen wurden nicht konsequent genutzt. Allerdings reagiert Klos bei diesem Kopfball auch hervorragend. Klaus Toppmöller brauchte noch ein wenig Geduld, denn das entscheidende Tor fiel erst in der zweiten Halbzeit. Walldoch war der Held des Tages, vorausgegangen ein Fehler von Feiersinger und der Abwehrspieler lochte eiskalt ein. Für Toppmöller die schönsten Erlebnisse, seitdem er in Bochum ist. Schalke und Dortmund innerhalb einer Woche geschlagen. Nach dem Meisterschafts jetzt ein Abstiegskandidat und dem VfL fiel die Umstellung in Düsseldorf schwer. Die erste Halbzeit wurde verschlafen. Dem Rückstand folgte der Rückschlag. Rote Karte für Stickrot wegen Handspiels. Vertretbar. Doppelte Bestrafung, auch der Elfmeter saß. Klaus Toppmöller auf dem Weg zur Pausenpredigt. Der VfL zwar nur mit 10 Mann, aber eine Klasse besser. Darius Wosch. Kötzle will den Ball von Georg Koch, sieht dann ein, dass er gegen den stärkeren Fortuna-Keeper keine Chance hätte. 15 Minuten später trafen sich die beiden wieder. Kötzle mit seinem zweiten Tor. Und jetzt darf Koch den Ball ruhig behalten. Der VfL mit dem Punkt zufrieden. Kleine Anekdote am Rande. Schiedsrichter Berg schickte Bochums Coach auf die Tribüne. Und der hatte vor lauter Ärger seine Zigaretten vergessen. Auch gegen die Löwen aus München tat sich der VfL schwer. Auf drei Positionen gegenüber dem Düsseldorf-Spiel verändert, ließen sich die Bochumer eiskalt auskontern. Novak. Auf Bernhard Winkler. Und wieder mal der VfL im Rückstand. Dann schwächte sich 1860 selber. Trares gegen Wosch, der fünfte Platzverweis des Liberos. Das glücklichste Händchen des Tages hatte Toppmöller. Gudjonsson gekommen für Peschel, der Ausgleich. Dann wieder der obligatorische Rückstand. Walker nutzt Jacks Stellungsfehler. Aber da war ja noch Klaus Toppmöller und sein Wechselglück. Thomas Reis gekommen für Mamic, mit Glück zum Ausgleich. Und der VfL mit 17 Punkten voll im Soll. Zwölfter Spieltag und endlich der erste Auswärtssieg. Klaus Toppmöller rigoros, änderte diesmal die Mannschaft auf vier Positionen und machte wieder alles richtig. Der Torschütze Peter Peschel, natürlich einer der Neuen. Vierhundertstes Bundesliga-Heimspiel des VfL vor immerhin 28.000 gegen Hansa Rostock. Und es war wie gegen Freiburg, wieder 1:0
Und wieder war es der Goldjunge Peter Peschel. Bitterer Tunnel für Perry Bräutigam. Es war ein Arbeitssieg, nicht mehr und nicht weniger. 4 Lob bekam der VfL auch nach dem Spiel in Stuttgart. Doch es war nur der schwache Trost nach einer unnötigen Niederlage. Elber mit der schwäbischen Führung an einem Tag der kuriosen Tore. Peter Kötzle mit des Gegners Hilfe zum Ausgleich. Angesichts des Dusels verhaltener Jubel. Dann war es ohnehin vorbei mit der Freude. Hagner locker zum 2:1. Und Poschner mit dem 3:1 Endstand. Auswärts fehlte dem VfL noch die nötige Konstanz. Aber zu Hause war Bochum unschlagbar. Die beste Heimmannschaft traf auf die auswärts so schwachen Borussen aus Mönchengladbach. Die Gäste nicht mit dem Hauch einer Chance gegen einen überragenden Darius Wosch. Glänzend bedienter Georgi Donkov, aber den größten Anteil am Tor hat Bochum Spielmacher. Und der Kapitän auch Wegbereiter zum 2:0. Kötzle vollendet sehenswert. Und plötzlich geistert das Wort UEFA Cup im Stadion umher. Bayer Leverkusen mit der Chance zur Herbstmeisterschaft. Es wurde ein Spiel an Klasse und Dramatik kaum zu überbieten. Leverkusen legte vor. Ulf Kirsten unnachahmlich die Führung für Bayer. Dann Elfmeter für Bochum. Stickrot souverän, nachdem Kovac Wosch im Strafraum gefoult hatte. Leverkusen die stärkste Mannschaft bisher im Ruhrstadion mit sehenswerten Kombinationen. Der bärenstarke Ramelow und wieder die Bayer-Führung. Alles schien gegen den VfL zu laufen. Denn Thorsten Kracht erhielt nach dieser Szene völlig zu Recht Gelb-Rot. Und es folgte die vielleicht aufregendste Szene der gesamten Hinrunde. 2 Minuten noch zu spielen, Wosch, was für ein Tor. Unglaublich, unfassbar, phänomenal. Schöner kann ein Freistoß nicht sein. Ich war mir so sicher, dass ich das Ding heute reinhaue. Der Stieg kam noch zu mir und sagt, Woschi, bitte nicht hochschießen, einfach nur ins Tor. Und dann sage ich, okay, ich mach's. Die positive Zwischenbilanz nach der Hinrunde, der VfL überraschender Sechster. 1 Punkt Rückstand auf einen UEFA-Cup-Platz bei einem Spiel weniger. Nicht gerade glänzend verlief der Rückrundenauftakt beim MSV Duisburg. Allerdings brachte Schiedsrichter Aust den VfL außer Tritt. Der Elfmeter schon fraglich, die rote Karte gegen Gudjonsson absolut übertrieben. Markus Marin ließ sich das Geschenk nicht nehmen. Aber der VfL ist eine verschworene Truppe. Nur 10 Mann, wieder einmal Rückstand. Doch Darius Wosch sorgte noch für einen glücklichen, aber sehr wertvollen Punktgewinn. Es dampfte im vollen Ruhrstadion, die Bayern kamen. Klaus Toppmöller legte sein Festtagslächeln auf. Und der VfL ging in Führung. Thorsten Kracht, sein allererstes Bundesligator. Was für ein Ding für den Manndecker, der aus Leipzig kam. Erstes Tor ausgerechnet gegen Bayern München. Da kocht die Stimmung schon mal über. Aber die Bayern setzten was dagegen. Traumangriff über Basler. Zickler für Klinsmann.
Früher wäre so ein Unentschieden gegen Bayern ein Riesenerfolg gewesen. Doch heute ist man enttäuscht. Wir wollten unbedingt heute Gewinn geben in München. Wir haben gesagt, wenn wir 1-0 führen, dann wollen wir das Ding auch heute nach Hause schaukeln. Aber ich glaube nicht, dass wir noch so eine Spitzenmannschaft sind, dass wir das 1-0 nach Hause schaukeln konnten. Dariusz Wosz hatte es geschafft. Zwei Tage vor dem Spiel in Bielefeld absolvierte er sein erstes Länderspiel. Bielefeld wurde ein negatives Erlebnis. 1-0 durch seinen Gegenspieler Meißner. Und nochmal Meißner nur zwei Minuten später. Ein erschöpfter Kapitän versuchte, die Mannschaft nochmal aufzurichten. Ohne Konsequenz. Es folgte das 0-3 durch Maul. Zwischendurch wurde Thorsten Kracht zum zweiten Mal in dieser Saison vom Platz gestellt. Und dem neuen Nationalspieler gelang noch ein Tor. Leider ließ er sich noch zu einer unschönen Geste hinreißen. Nach Lust im Länderspiel, Frust in Bielefeld. Das Ruhrgebiet hat große Probleme. Ein Ruhr-Derby, die beste Plattform, dies zu demonstrieren. Thon gegen Wosz, die Zehner im direkten Duell. Der VfL-Kapitän in seinem 100. Bundesligaspiel wieder einmal einer der Besten. Aber nicht frei von Fehlern. Hier hat er einfach den Ball vergessen. Wilmot mit einer Chance für Schalke. Die drei Tage vorher Valencia im UEFA-Cup besiegten. Aber von Müdigkeit bei den Königsblauen keine Spur. Gospodarek vor Van Hoogdalem. Der Schlussmann der Bochumer spielte eine überragende Saison. Überhaupt waren die Torhüter gut in Form an diesem Abend. Lehmann lenkt den Kötzle-Kopfball an die Latte. Kein Happy End aber für Bochum. Dafür sorgte Yves Eigenrauch. Sein erstes Saisontor gleich ein goldenes. Frust hier, Jubel da. Erste Heimniederlage des VfL wegen Yves Eigenrauch. Viele Fans machten sich auf ins Badische und in Karlsruhe bekamen alle etwas geboten. Ein Freistoßtor nicht von Wosz, sondern von Kötzle, brillant zur frühen Führung eingeschossen. Neben offensiven Highlights defensive Schwächen. Stellungsfehler Waldoch, Ausgleich Kiriakow. Siehst du, Toppi, war super, gell? Der VfL-Trainer brauchte nicht zu antworten. Das machte die Mannschaft. Thomas Stickroth mit Urgewalt zum 2-1. Das schönste Tor gelang jedoch dem KSC. Thorsten Fink, der Ex-Wattenscheider, mit Gefühl, Risiko und Glück. Doch der VfL hatte das bessere Ende. Dank Donkov. Cool eingeschoben. Dann das Zeichen zum Trainer. Vorsicht, nicht so laut jubeln. Das ärgert den Winni Schäfer. Neuer Schiedsrichter im nächsten Spiel. Der Mann hieß Koop. Aber der erste Torschütze, das ist derselbe wie eben, und heißt immer noch Donkov. Der Bulgare wurde in der Rückrunde immer stärker. Gut gemacht, Georgi. Dann stellte sich noch ein Neuer im Ruhrstadion vor. Einer beim VfL. Eigentlich Torjäger der A-Jugend. Er heißt Nesat Gülinoglu. Erster Torschuss, gleich ein Treffer. Alles sah nach einem gemütlichen Abend aus, denn Michalke, kurz vorher eingewechselt, schoss auch noch das 3-0. Das war gut für ihn, für andere eher nicht. Aber es wurde nochmal spannend. Dafür sorgten Van Lent und Herzog. Doch es blieb beim Sieg des VfL. 3-2. Glück gehabt. Mit großen Personalsorgen fuhr der VfL nach Hamburg, aber von Schwächung nichts zu merken. Donkov, wer sonst, mit der Bochumer Führung.
Aber der HSV in dieser ersten Halbzeit klar besser. Und so gelang Salihamidzic nach Vorarbeit von Cardoso der Ausgleich. Wieder ein neues Gesicht. Frank Fahrenhorst kam und Bochums neue Führung durch Reis deshalb so erstaunlich, weil Waldorf vorher die gelb-rote Karte sah. Übrigens schon Bochums sechster Platzverweis. Der HSV in der Schlussphase mit vollem Risiko. Torwart Golz vorne. Aber der machte es nicht, sondern André Breitenreiter schaffte noch den Ausgleich und rettete dem HSV einen Punkt. Zu einer ganz großen Mannschaft fehlt uns noch die Cleverness. Der Abend der kniffligen Schiedsrichterentscheidungen beim Spiel gegen Köln. Man muss schon genau hinsehen, aber Michael Kostner berührt den Ball im Strafraum mit der Hand. Stickrot besorgt den Rest. Kölns Antwort. Ralf Hauptmann mit mächtig Dusel. Später sah der Kapitän noch rot wegen Schiedsrichterbeleidigung. Markus Merk hatte einen schwierigen Abend, lag aber meist richtig, wie bei Fahrenhorsts Foul an Geismeier. Toni Polster cool und gelassen. Doch der VfL schaffte noch den Ausgleich. Schreiber nach Vorarbeit von Wohlfahrt. 2:2 und jetzt ging's nach Dortmund. Nur 3 Punkte trennten die Ruhr-Rivalen in der Tabelle, also kein Grund für den VfL, sich beim Meister zu verstecken. Glück jedoch für Bochum, kracht, blockt diesen Kopfball von Chapuisat ab. Kaum ein Spieler wurde in der Bundesliga so oft angeschossen wie Thorsten Kracht, der Manndecker mit Nehmerqualitäten. Es war ein schwaches Spiel des VfL, in der Offensive zu harmlos, hier und da gab es natürlich eine Ausnahme. Thomas Stickroth mit einer von nur 2 echten Bochumer Chancen. Zu wenig für jeden Trainer der Welt. Dortmund auch nicht glänzend, aber Dortmund antwortete nach diesem Schuss von Stickroth mit der Führung. Jörg Heinrich. Auf Sammer und der legt vor für Chapuisat. Bitter für den VfL, der sich viel vorgenommen hatte. Zur Halbzeit befragte Toppmöller seine Spieler, vor wem sie Angst hätten. Die konnten es nicht sagen. Es gab aber noch ein paar aufregende Szenen. Dieses Tor von Donkov wurde aberkannt, da er sich aufgestützt hatte. Ungläubige Diskussionen. Doch der Schiedsrichter lag richtig. Auch bei der nächsten Szene alles zum Nachteil für den VfL. Stickrot faulte Reuter und der Strafstoß war berechtigt. Chapuisat verwandelt zum 2:0 Endstand. Bochums Frust war höher und spürbar. An der Niederlage ist nicht zu rütteln, oder? Super Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wir haben einen Ausgleich gemacht. Ich frage mich zwar, warum er aberkannt worden ist. Das haben wir genau gesehen, weil er sich aufgestützt hat. Das war schon okay. Hat er sich. Na gut, dann frage ich mich, was der Jürgen Kohler dann hier gemacht hat. Danke. Kaum zu glauben, im 5. Versuch klappte es endlich, das Spiel in St. Pauli auszutragen. Nur gut war es für den VfL nicht. Früher Rückstand durch den Brasilianer Emerson nach Vorarbeit von Pedersen. Ein böser Fehler von Waldoch machte die bittere Niederlage schon nach 8 Minuten zur Gewissheit. Jan Scharping, einer, der keine Geschenke ausschlägt. Bochum in der zweiten Halbzeit etwas besser. Kracht, der vorher erst die Latte traf, macht es jetzt nach 75 Minuten besser. Es half wenig und Klaus Toppmöller am Tag nach dem Spiel mit einer bitteren Bestandsaufnahme.
haben einige Spiele sehr glücklich gewonnen. Deshalb sage ich ja auch, sollte man die Trauben hier bei uns nicht zu hoch hängen. Wir sind noch nicht reif, um Platz 5 in Anspruch zu nehmen. Es wird ja jetzt auch so schon mitgeteilt, dass wir vielleicht ein psychologisches Problem hätten, um Platz 5 zu erreichen. Die Mannschaft hat die Klasse nicht, um Platz 5 zu erreichen. Topmöllers Offensive machte die Mannschaft richtig aggressiv. Alle wollten es dem Trainer zeigen. Die bedauernswerten Düsseldorfer spürten den ganzen Frust des VfL. Und dann half auch noch Kartemann mit einem Eigentor. Und Kai Michalke traf dann richtig nur 3 Minuten später, nach Vorarbeit von Donkov. Topmöllers Moralpredigt zeigte Wirkung, zumal Donkov noch vor der Pause zum 3:0 traf. Der Düsseldorfer Treffer nur für die Statistik und in Bochum mussten die Ziele neu definiert werden. Unser Ziel war nie der UEFA Cup, unser Ziel war immer weiter unten. Was am Ende dann rauskommt, dann schauen wir mal. Die Mini-Krise war beendet. Auf zu neuen Taten. Löwentrainer Lorand als ganz normaler Tribünengast. Grund eine Sperre. Das Duell der Tabellennachbarn wichtig in Sachen UEFA Cup. Und der VfL landete gleich einen Big Point dank Donkov. Der Bulgare wurde am Ende der Saison bester Torschütze des VfL mit 10 Treffern. Ein bitterer Tag für Werner Lorand. Nach 28 Spieltagen der VfL sensationeller Fünfter und der Traum vom UEFA Cup wurde immer wahrhaftiger. Da waren sie, die ersten Zeichen. Die Fans hatten schon ihren Cup und die Mannschaft war vor der Pflichtaufgabe gegen Freiburg. Fahrplanmäßig die frühe Führung durch Wosch. Doch die schon abgestiegenen Freiburger hatten mächtig Spaß an der Atmosphäre Ruhrstadion und sie spielten munter mit. Ausgleich Sundermann. Der kickt nächstes Jahr in Bochum. In der zweiten Halbzeit wurde es ein prima Fußballspiel. Wieder einmal Rückstand für den VfL. Uwe Spies schießt das 2:1 und bekam es fast nicht mit. Das darf nicht wahr sein. Aber die Nerven der Fans sollten beruhigt werden. Durch den Youngster Gülinoglu. Er versenkt zum 2:2. Und wenn es kritisch wird, gibt es ja noch die Freistöße von Darius Wosch. Ein schwerer, aber ganz wichtiger Sieg gegen das Schlusslicht. Bochums Kapitän sah wegen diesem Jubel die 10. gelbe Karte und fehlte in Rostock. Null zu null an der Ostsee. Das Fehlen von Wosch wurde durch eine starke Abwehrleistung und gute Paraden wettgemacht. Die Stuttgarter Bank träumte von Sieg und Meisterschaft und die Gäste gingen im packendsten Spiel im Ruhrstadion in Führung. Hagner war es nach Vorarbeit von Balakow. Dann Jubelstimmung auf Bochums Bank, weil Klaus Topmöller wieder einmal das richtige Händchen hatte. Er wechselte mit Michalke und Peschel den Sieg ein. Erst traf der U21-Nationalspieler. Peschel und Michalke privat dicke Freunde. Sie mussten gemeinsam 1 Stunde auf der Bank schmoren. Dann kam ihr großer Augenblick. 2:1. Der VfB weit weg von der Meisterschaft. Bochum ganz dicht am UEFA Cup. Vor dem Spiel in Gladbach die Welt noch in Ordnung. Gute Laune überall und die sollte erst einmal noch besser werden. Darius Wosch. Nach 35 Minuten mit der Führung am Bökelberg. Irgendwie tankte Gladbach die richtige Energie, denn in der zweiten Halbzeit folgte die schwärzeste Viertelstunde der Saison.
mit 5 Gegentoren. Schneider 9. Dahlin. Noch ein Elva Lupesco und Juskowiak. Peter Könzle meinte nach dem Spiel, wir sind rumgelaufen wie ein Hühnerhaufen. Das Tor von Hudvelker konnte den Frust nicht lindern. Typisch für die Partie, die Art und Weise, wie Gladbachs 6. Tor fiel. Aber der VfL blieb wenigstens 5. Doch noch was Positives. Das Spiel gegen St. Pauli, die Tüpfelchen einer grandiosen Saison. Hamburgs Spieler wirkten mehr als Gratulanten, denn als Gegner. 1:0 Georgi Donkov. Erst ganz spät entschied sich der Trainer, ihn spielen zu lassen. Zweite Halbzeit. Bochum im UEFA Cup Rausch und Georgi Donkov Extraklasse im Huckepack in den internationalen Wettbewerb. Von jetzt jeder Schuss ein Treffer. Peschel 3:0. Und es begann Toppis Euro-Striptease. 4:0 Gülinoglu, er kam vorher für Michalke. Und er ließ weiter die Hüllen fallen. 5:0 Wosch, der Kapitän hatte vorgesorgt, er trug schon das passende T-Shirt. Klaus Toppmöller zog nach. Bochums Slogan für die Zukunft, Europa willkommen. Das Eigentor zum Schluss hatte man gar nicht mehr nötig, aber man kann es ja schlecht ablehnen. Und jetzt durften die Fans den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte ausgiebig feiern. Der UEFA Cup war definitiv erreicht. Ein gemütliches Freundschaftsspiel war der Saisonausklang in Leverkusen. Die Tore von Sergio und Ramelow ärgerten niemanden mehr und der VfL verabschiedete sich engagiert, aber etwas vom Feiern ermüdet aus einer sensationellen Saison. Erster Aufsteiger seit 15 Jahren, der wieder sofort in den UEFA Cup einzieht. Die Geschichte einer grauen Maus der Bundesliga ist zu Ende. Vorhang auf für die neue bunte Zukunft des VfL. Willkommen auf Europas Fußballbühne und Glückwunsch für die beste Saison aller Zeiten. VfL und seine Anhänger auch im Feiern mittlerweile absolute Bundesligaspitze. Der Höhepunkt am Bochumer Rathaus. Mannschaft und Fans sagten sich gegenseitig Danke. Über 20.000 beim Feierfinale anlässlich des größten Erfolgs der Vereinsgeschichte. Ein bewegender Augenblick auch für ihn. Für viele der Spieler der Saison, Darius Wosch. Die Fans vergöttern ihn, die Bundesliga bewundert seine Klasse. Keine Frage, sein Anteil ist riesig am Aufschwung des VfL. Nur eines ist schöner als Fußball, die Familie, Frau Steffi, die Töchter Nancy und Jolanta. Nicht jetzt eine, nicht nur
Nein, er ist kein Nikolaus. Darek, der ungekrönte König von Bochum. 1,68 Meter geballte Spielfreude. Kämpfer, Läufer, Techniker, Torschütze und Vorbereiter. Seit Franz Josef Tenhagen, der erste Nationalspieler des VfL, auf dem Platz Energiebündel, temperamentvoll, abseits, ruhig, bescheiden. Und nichts wäre schlimmer für die Fans, als Darek zu verlieren. Und genau das drohte in der Winterpause. Das Angstwort in Bochum, es hieß Valencia. Vor allen Dingen, das ganze Jahr ist doch warm, ist für mich optimal, brauche ich keine Sonnenbank mehr machen. Und ich fühle mich eigentlich im Warmen ganz besser, weil es in Deutschland doch mehr regnet. Mehr Geld, die Erfahrung des Auslands oder Geborgenheit, Sicherheit in Bochum. Viele Diskussionen, dann die Entscheidung für den VfL. Alle atmeten durch. So einen Spieler wie den Darius, den hätten wir nicht ersetzen können. Wir sind alle froh, weil ich denke mal, dass mit ihm schon irgendwo das Herz aus der Mannschaft gerissen worden wäre. Nächste Saison auf Europatour, der VfL mit Wosch. Auch die Person Klaus Toppmöller ein wichtiger Grund für den Spielmacher zu bleiben. Die Fans feiern genau den richtigen Mann. Der 10. Trainer in Bochums Bundesliga-Ära, der erfolgreichste. Und jubeln in Bochum heißt auch oft dem Trainer Danke sagen. Mannschaft und Coach haben eine ganz enge Bindung. Klaus Toppmöller gibt jedem das Gefühl, wichtig zu sein. Es wurde ihm mit Leistung gedankt. Das Team verkörpert seine Fußballphilosophie. Ich will Fußball spielen, ich habe auch schon des Öfteren geäußert. Ich will die Zuschauer ins Stadion locken. Ich will ein Tor mehr schießen als der Gegner. Es gibt ja auch Kollegen, die sagen, zuerst mal Tore verhindern, wir wollen zu Null spielen. Wir gehen auch die Gefahr hin, dass man dann mal in Bremen 1-5 oder in Gladbach 2-6 verliert. Aber ich glaube, dass der offensive Fußball auch die Zuschauer ins Stadion lockt, dass da Begeisterung aufkommt. Attraktiver Fußball mit der jüngsten Mannschaft der Liga. Aber wer im Training nicht mitzieht, der bekommt Probleme. Da haut er schon mal selbst dazwischen. Genauso wie bei seiner Anfangszeit beim VfL. Ich habe auch den Manager, nachdem ich im November angefangen habe, weil ich ehrlich bin, im Trainingslager schon mal gesagt, mit der Mannschaft da ist kein Blumentor in der ersten Liga zu gewinnen. Auch auf die Gefahr hin, dass ich nach anderthalb oder zwei Monaten schon wieder gefeuert worden wäre. Das ist nun mal meine Art, dass ich direkt bin. Und ich habe ihm damals auch gesagt, wir stellen eine Mannschaft zusammen, die vom Wirtschaftlichen her weniger kostet, aber mit Sicherheit eine Klasse besser Fußball spielt. Viele seiner Schnäppchen, Spieler, die bei ihren alten Vereinen Probleme hatten, wurden Volltreffer. Sie wollen die Fans auch im nächsten Jahr nicht enttäuschen. Das Gästebuch der Stadt Bochum, in das sich die gesamte Mannschaft eintrug, es wirkt wie ein Treueschwur für die kommende Saison. Darius Wosch, Kapitän, Torschütze und Vorbereiter. Kein Bundesligaspieler war prozentual an mehr Treffern seines Teams beteiligt als Bochums Spielmacher. 9 Tore, 19 Vorlagen. Toppmöllers Taktik. Kein Spieler war vor ihr sicher. In 34 Bundesligaspielen darf man 102 Mal auswechseln. 100 Mal nutzte Bochums Coach diese Möglichkeit. Das gab es in der Bundesliga-Geschichte noch nie. Frech und respektlos. Niemand setzte so viele Beinschüsse an wie die Spieler des VfL. 64 Mal tunnelten sie selbstbewusst ihre Gegner. Tolle Fans im Ruhrstadion. Bei den 17 Heimspielen sorgten 483.055 Besucher für eine super Stimmung. So viele wie noch nie. Yeah!
Das war RAN. Sat.1 Fußball. Ein Genuss mit Becks.